Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. Meine Familie und ich waren vor ein paar Tagen zum Geburtstag eingeladen und da gab es einen russischen Zupfkuchen. Als ich den gesehen habe, habe ich gedacht, so etwas Ähnliches könntest du auch mal wieder backen. Und so ist es. Wir backen einen Käsekuchen mit Streuseln. Genau gesagt mit Schokostreuseln und Mandarinen. Wer sich also zwischen einem Käsekuchen und einem Schokokuchen nicht entscheiden kann, bekommt heute beides in einem. Wir bereiten einen Schokoboden zu, darauf kommt eine Quarkcreme und die Mandarinen und obendrauf noch die Schokostreusel. Wenn ihr sehen möchtet, wie ich diesen Kuchen zubereite, dann bleibt doch einfach dran. Doch zuvor abonniert noch schnell meinen Kanal und läutet die Glocke, damit ihr keins meiner nächsten Videos verpasst. Hier sind die Zutaten für den Schokoboden. 250 Gramm Butter, 150 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, ein Ei, 400 Gramm Mehl, 15 Gramm Backpulver, 40 Gramm Backkakao und eine Prise Salz. Für unseren Boden gebe ich zuerst die Butter in die Schüssel, dann den Zucker, den Vanillezucker und das Salz. Wir nehmen unseren Flachrührer und verrühren alles schön cremig. Dann kommt das zimmerwarme Ei dazu. Zum Schluss Mehl, Backpulver und Backkakao. Der Teig ist fertig. Von diesem nehmen wir jetzt etwa ein Drittel ab, beziehungsweise geben zwei Drittel in die Springform, welche ich schon mit einem Backpapier ausgelegt habe. Und dann werde ich noch den Rand einfetten und mit Mehl bestäuben. Ich nehme etwas Teig ab, rolle ihn etwas und forme daraus einen etwa 3 cm hohen Rand. Damit der Boden nachher gleichmäßig beim Backen aufgeht, steche ich mehrmals mit der Gabel ein. Der Boden und der restliche Teig für die Streusel kommen erst einmal in den Kühlschrank und wir machen mit der Quarkcreme weiter. Wir brauchen dafür 100 Gramm Butter, 140 Gramm Zucker, 3 Eier, 400 Gramm Magerquark, 200 Gramm Schmand, 2 kleine Dosen Mandarinen, 100 Gramm Sahne, 30 Gramm Speisestärke und einen Teelöffel Vanilleextrakt. Die Quarkcreme wird am Anfang ähnlich zubereitet wie der Schokoboden. Wir rühren die Butter mit dem Zucker cremig. Wie üblich kommen die Eier einzeln dazu. Achtet darauf, dass sie Zimmertemperatur haben und vielleicht sogar von glücklichen Hühnern sind. Als nächstes kommen Quark, Schmand, Speisestärke und Vanilleextrakt dazu. Und dann wird alles miteinander verrührt. Als nächstes schlage ich die kalte Sahne auf, die am besten frisch aus dem Kühlschrank kommt. Diese wird nun untergehoben. Und als letztes geben wir die Mandarinen hinein. Nun kann die Quarkcreme auf unseren Schokoboden. Unser Kuchen kommt bei 180 Grad Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Ofen und wird erst einmal 30 Minuten gebacken. Und dann legen wir die Schokostreusel oben drauf. Die Streusel habe ich mir schon etwas kleiner gemacht und lege sie jetzt auf die Quarkcreme.
Nun kommt der Kuchen zurück in den Ofen und wird fertig gebacken. Der Kuchen ist fertig gebacken. Einige von euch haben mich gefragt, wie man ihn nun am besten abkühlen lässt. Ich mache das immer so, ich schalte den Ofen aus und öffne die Klappe einen Spalt. So. Nach 15 Minuten nehme ich den Kuchen raus und lasse ihn dann vollständig abkühlen. Dann stelle ich ihn über Nacht in den Kühlschrank. Das hat den Vorteil, nicht nur, dass der Kuchen besser schmeckt, er lässt sich auch leichter anschneiden. So, meine Lieben, ich habe euch ja noch gar nicht verraten, wie lange der Kuchen eigentlich im Ofen stand. Es waren 75 Minuten. Nach 30 Minuten haben wir die Streusel draufgelegt und dann haben wir ihn noch 45 Minuten lang zu Ende backen lassen. Aber jetzt wurde er angeschnitten. So sieht mein Käsekuchen mit Mandarinen und Schokostreuseln von innen aus. Wir haben hier einen Schokoboden, darauf die Quarkcreme mit den Mandarinen und obendrauf ganz viele Schokostreusel. Falls ihr diesen fruchtig-schokoladigen Käsekuchen einmal nachbacken möchtet, findet ihr das Rezept wie immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt noch einen Daumen nach oben und abonniert noch schnell meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!